In der SPD bewegt sich was. Ja. Am Wochenende hat der Vorstand beraten, wie der Sozialstaat der Zukunft aussehen könnte. Sozialstaat 2025 nennt sich das Programm. Gut. Alles nur nicht wieder Agenda 2010, wäre ein bisschen zu sperrig gewesen als Titel. Die Marschroute ist jedenfalls klar, es geht wieder nach links. Kann man, glaube ich, sagen. Ne? Es geht wieder nach links für die SPD. Respektrente von Hubertus Heil. Mindestlohn, auch eine Forderung, Mindestlohn 12 Euro. Es geht um einen höheren Spitzensteuersatz. Vor allem will die SPD Hartz IV loswerden. Das bekommt jetzt einen neuen Namen. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Die SPD benennt die Dinge, die ihr schaden, einfach um. Ja? Hartz IV heißt Bürgergeld. Und nicht nur das, ich habe gehört, Andrea Nahles heißt ab sofort Willy Brandt. Olaf Scholz heißt jetzt Brad Pitt. Und Gerhard Schröder heißt natürlich Darth Vader. Die CDU wiederum hat das Wochenende ganz anders verbracht. Soweit ist es schon, habe ich gelesen, im schwarz-roten Blatt. Ehezoff, SPD und CDU, jetzt verbringen sie die Wochenenden schon getrennt. Die CDU hatte ja zu Werkstattgesprächen geladen am Wochenende. Werkstattgespräch ist jetzt für mich kein Wort, das wahnsinnig positiv besetzt ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Wie läuft normalerweise ein Werkstattgespräch ab? Der Motor ist hin. Oh. Wie viel? 3000. Scheiße. Das ist ein Werkstattgespräch. Ja? Gut, aber wenn die CDU so möchte, dann heißt das eben Werkstattgespräch. Merkel war nicht eingeladen, aus gutem Grund. Es war ja eigentlich eine Art Psychotherapie, muss man sagen. Ja, die Traumata der Vergangenheit sollten bearbeitet werden. Und wir wissen, das Ergebnis einer Therapie ist normalerweise, Mutti war an allem schuld. Es wurde offen geredet über 2015, dass ich das nicht wiederholen darf. Also Flüchtlinge, offene Grenzen, der ganze Tralla. Die AfD bedankt sich, dass dem Thema endlich mal wieder diese Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich muss allerdings selber inzwischen zugeben, beiden Parteien tut, glaube ich, etwas mehr Trennschärfe ganz gut. Das ist schon ein guter Weg. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich ja prompt versprochen. Und ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun. Ja. Das ist genau das Problem. Es gibt die GroKo schon zu lange. Das sind dann eben die Spätfolgen. Man weiß schon gar nicht mehr, wer bin ich, wozu gehöre ich, was für eine Partei, was für ein Programm. Letztens hat AKK wohl Angela Merkel aus Versehen schon Martin Schulz genannt. Also es geht so nicht weiter. Da muss besser getrennt werden. Und für die SPD ist es natürlich noch viel wichtiger, sich abzugrenzen, um nicht mehr nur als Anhängsel wahrgenommen zu werden. Nun sind die Superideen der SPD ein reiner Wunschzettel. Ne? Kindergrundsicherung, 12 Euro Mindestlohn, Hartz IV weg, ein Einhorn. Wünschen kann man sich alles. Im Koalitionsvertrag steht das so alles nicht drin. Die SPD kommt mir vor wie ein Vierjähriger, der sagt, wenn du nicht machst, was ich will, dann zaubere ich dich mit meinen Superkräften aufs Dach. Und man tut so, als wäre man geschockt. Oh, ich habe Angst, Superkräfte, oh, mach das nicht. Genauso verhält sich gerade die CDU. Alle regen sich künstlich auf über diese SPD-Vorschläge und sagen, das geht doch nicht. Was stellen Sie sich vor, ist alles nicht finanzierbar, hat Markus Söder gesagt, hat auch Peter Altmaier gesagt, nicht finanzierbar. Peter Altmaier, der nun mal nebenbei diese Woche gefordert hat, den Soli komplett abzuschaffen, für alle, auch für Gutverdiener. Was am Ende viel mehr kosten würde als die Respektrente der SPD.